Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge im LS22. Ja, guck mal, die letzten Schwade Heu sammle ich hier gerade ein auf der kleinen Wiese. Ich dachte mir, komm, ne? Die letzte Wiese können wir auch zusammen machen. Weil ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich will hier nichts ohne euch machen, ne? Also nicht einfach weiterspielen hier so tagelang, stundenlang, wochenlang. Sondern habe immer irgendwie so... Das Bedürfnis ist auch komisch ausgedrückt, aber ich würde halt gerne mit euch zusammen irgendwie so, ne? Also, komischerweise, das ist auch mein eigentlich erster Spielstand hier auf dem 22er, ne? Alles andere nebenbei ist immer so quasi nebenbei, aber alles, was hier passiert, bis auf so ein paar Umbausachen, wo ich auch ein bisschen rumprobiert habe, war eigentlich immer alles meistens in den Videos mit drin, ne? Und das ist auch halt das, was mir ehrlich gesagt sehr, sehr viel Spaß macht. Und ich denke mal, deswegen werdet ihr das auch wahrscheinlich gucken, oder? Weil hier ist halt nicht geskriptet und nicht geschnitten und nicht vorbereitet und bla, sondern ja, alles, was hier passiert, ist halt so wie es kommt, ne? Okay. Wie zum Beispiel die Kuh im Kopf in der Innenansicht beim Milcheinladen. Also das werde ich nie vergessen, glaube ich. Das lief mir eiskalt den Rücken runter, wie das laut war. Ich habe mich so erschrocken. Genau. So ist nämlich das letzte Heu, was wir hier haben. Danach, ach, die Eisbahn. Ja, moin. Danach nehmen wir uns den LKW. Bringen den zum Händler. Vielleicht machen wir den vorher noch immer sauber, immer heile. Und dann tauschen wir den gegen Geld. Und das Geld tauschen wir gegen einen neuen LKW mit Anhänger. Ach, da freue ich mich richtig drauf. Wird ja auch mal langsam Zeit, oder? Ich rede da jetzt schon so lange von. Warte mal. Wenn wir das absenken, dann nimmt er auch das Heu mit, was hier auf dem Boden liegt, richtig? War doch so. Also eigentlich war das doch so. Haben wir doch beim letzten Mal festgestellt, oder? Ja, diese geht doch. Okay. Na, sonst hat er aber ordentlich gearbeitet hier. Der lag auf den Wiesen, lag es nicht weiter rum. Ein Bein frei, sagt ihr. Ohne Probleme. Sehr, sehr schön. So. In die Hofscheune ging deutlich mehr Anhänger rein, als ich dachte. Weil ich glaube, das Füllvolumen ist nicht bei 125.000 von der Hofscheune, sondern das ist bei 250.000. Und dann passen da halt dementsprechend mehrere Heuanhänger rein als nur einer, weil wir hatten irgendwie noch 89 oder 86.000 in der Scheune drin an Heu. Also, ne? Ja, den Rest, guck mal, wenn wir nämlich hier mal schauen bei den Kühen. Wir haben hier Mischration ist gleich, wir haben mehr Mischration gerade bekommen, weil wir wieder Input geben, deswegen können die produzieren. Gras und Heu ist ungefähr gleich, hier brauchen wir ja nichts machen, ne? Solange die das hier haben, gehen die hier ja nicht bei. Deswegen würde ich alles in die Mischrationherstellung drin pumpen und dann soll die Sache laufen. Ja. So war einfach mein Plan, mein Gedanke. Und ich denke mal, das funktioniert. So. Stiegen lassen. Okay. Das sieht ganz ordentlich aus. Klappt schon. Ist eh gleich voll, ne? Die letzten Streifen, die fahren wir dann nochmal hoch und runter hier ab und dann ist alles soweit sauber. Sehr schön. Jo. Katsching, siehste, ist voll. Ich freue mich so auf den neuen LKW. Unter Umständen müssten wir da mal gucken. Aber der eine oder andere kennt den vielleicht schon. Der war mal relativ zum Anfang in der Mod-Vorstellung drin. Da hatte mit dem Ton aber so richtig ja nicht hingehauen. Weil der Gerät, der war ordentlich laut. Gab dann aber irgendwann nochmal
ein Update. Da wurde der Sound ein bisschen gefixt und ab da war er dann verträglich zu benutzen. Also vorher war Herr Holla die Waldfee. Ich habe auch schon ungefähr eine Vorstellung, was das werden soll. Aber ich will euch nicht verraten. Ich will euch eigentlich auch ja nicht heiß machen darauf. Aber ich wurde sehr in den Kommentaren schon gefragt, was denn für ein LKW kommt. Oder, ne? Und so. So. Oder wann denn der neue LKW kommt. Aber dafür musste erstmal der Kredit weg. Was wir ja relativ erfolgreich und schnell über die Bühne gekriegt haben, muss ich sagen. Und hier die 300.000. Guck mal, ist ja mehr geworden. Die sind auch spielend leicht von der Hand bei uns in Portemonnaie gelandet, muss ich ehrlich sagen. Auf ehrliche Art und Weise. Also, kein Kredit, keine staatliche Förderung, keine Sammelobjekte, sondern einfach verdiente Geld. Und das ist schön, wenn man das einfach selber verdient hat. So. Ist halt wie im echten Leben, ne? Denn Geld, was du selber verdient hast, ist dir halt mehr wert, als wenn du das von irgendwo her kriegst und nicht viel Macht hast. So ist das halt. Wir haben fertig Heu eingesammelt. Wir sind durch mit alle drei Wiesen. Fantastisch. Hier sind nochmal 10.000 Liter drin. Und überall sind die Rehe, ne? Ey, was die sich hier fett fressen an unserem Futtertroch hier. Der Hammer. Einfach unfasslich. So. Einmal rückwärts hier ran. Auskippen. Fantastico. Theoretisch könnten wir gleich nochmal Silage hier einfüllen lassen in der Zeit, oder? Weil wenn wir vorspulen, wird das eh wieder gebraucht. An gewissen Stellen wie BGA und Futtermischstation hier. Deswegen voll machen. Motor aus. Wie viel ist denn überhaupt noch drin? Silage 86.000. Güter fehlen. Ist das Gras alle? Wir schauen mal nach. Warte mal, da. Ja, Gras ist alle. Siehst du, deswegen würde ich nämlich bei der nächsten Grasschnittaktion alles wieder in das Fermentiersilo fahren. Bis dahin muss die Silage noch reichen. Aber ich denke mal, das sollte nicht das Problem sein. Na? So. Bei euch ist alles klar, Mädels? Ja, ich denke das schon, oder? Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, wir nehmen uns den alten LKW. Aber der ist alt. Viel Titan hat er eigentlich noch nicht, ne? Aber Kraft hat er auch nicht. Überall in jeder Ecke stecken diese Viecher, ne? So, hinten in die große Halle. Ja, weiß mir den Weg. Ich folge auffällig. Warte. Voll mit dem Kopf in gewandt, der Herbert. Ah, diese Dreh, ne? Da, guckt noch eins. Gut Reise. So, wir nehmen dich. Machen wir den da immer sauber? Wäre ja eigentlich angebracht, oder? So, immer am Kercher ran, kann er nicht schmerzen. Dann machen wir den nämlich zu Geld. Und dann tauschen wir den ein gegen neu. Der Trailer geht auch weg, ne? So. Lassen wir mal schön warm laufen. Immer abkerchern. Wie gesagt, viel ist nicht dran. Ein bisschen Straßenstaub und sowas, ne? Von den Schotterstraßen, aber vom Feld kann nicht viel dran kleben, weil der war nie großartig auf dem Acker unterwegs. Guck mal, Chrom ist ja top, ey. Ein Bein frei. So. Hä? Klar. Eigentlich ein bisschen schade drum, ey, weil ich fand die Kombi so an sich, ne? War das eigentlich ja nicht so schlecht. Konnte man gut mitarbeiten irgendwie, aber okay. So, ab nach dem Shop mit der Gerät. Und da steht eine Stoffpalette. Hallo. So. Nicht die Treppengeländer wegrochen auf der letzten Fahrt. Schön heile lassen alles. So, wir machen die Plane zu. Schön. Also der LKW an sich ist ja echt schön. Aber der hat halt einfach keine Leistung. Ne? Wenn du hier irgendwas dranhängst, erstmal hat er einen Bremsweg von na, so 2 Meilen ungefähr. Und wenn er wirklich was ziehen soll, dann kommt oben aus dem Schornstein dann viel Pudding raus. Dafür ist er schnell.
Guck mal, wir sind schon beim Shop. Mit dem Trecker fährst du deutlich länger. So, wir machen hier mal eine Bremsung. Wir biegen ab. Immer durchreparieren und lackieren. Und dann ist gut. Voll tanken tun wir natürlich nicht. So. Hier kriegen wir 40. Oh, da kriegen wir richtig Asche. Katsching. Na, das war doch mal was. 113.000 nochmal. Geil. So, Leute. Was haben wir im Angebot? Was brauchbar wird? Negativ. Schade. Okay. Dann gehen wir in die LKWs. Und zwar. Der eine oder andere hätte das vielleicht ja schon erahnt. Ich hätte gerne diesen Peterbilt. Bitte, danke. So. Weil der ist toll. Und zwar. Zwillingsbereift. Guck mal, man kann hier so echt viel coole, tolle Sachen anbauen. Du kannst hier so ein Flachbett drauf bauen. Für Ballentransport und bla. Hat aber kein Autoload, ne? Also keine Sorge. Tendo ist die Frage. Machen wir mal das, wa? Wir könnten ja noch umbauen. Dann Auspuffanlage. Hätte gerne ein einzelnes Auspuffrohr. Wobei, ist schwierig. Wir nehmen mit so, mit Klappen, 2. Dann Scheinwerfer auf jeden Fall die. Das wären die alten. Das wären die neuen, die sind mir zu klobig. Wir nehmen die. Stoßfänger, bitte den. Ich habe mir schon was beidacht, ne? So ungefähr. Und Rex hätte ich gerne mit Werkzeugkasten hinten dran. Für Krempel und so, ne? Hauptfarbe. Ja, hier bitte ein schönes. Was ist das hier? Deep Blue. Ne, ein bisschen heller wäre schon cooler. Böckmann Blau. Hm. Damit könnte ich eigentlich auch leben, wenn ich ehrlich bin. Aber ich wollte den eigentlich in dunkelgrau. Dann machen wir die Kotflügel in Böckmann Blau. Hat Gründe. Zeige ich euch gleich. Und zwar Felgenfarbe, lassen wir mal in Chrom. Da kann ich, glaube ich, gut mit. Oder kriegen wir die in Weiß? Auch ja. Oh. Kostet 130 Zettel, das Ding. Der gehört uns. Wir brauchen aber natürlich noch einen Trailer. Und zwar war das Besonderes. Habe ich nicht in der Mod-Vorstellung gezeigt. Glaube ich jedenfalls. Hier habe ich auch ein bisschen in der XML drin rumgekrakelt. Aus Gründen wurde das deswegen auch nicht gezeigt, weil der hat jetzt doppeltes Ladevolumen. Original waren nur 75.000, also 37.500 pro Kammer. Der hat 4 Kammern, 2 Trailer und wir können hier noch ganz viele Sachen konfigurieren. Und zwar Kotflügel in Chrom. Ich würde die gerne in Wagenfarbe haben. Kostet gleich 22.000 mehr. Also das Ding ist nicht günstig, aber schön. So, Reifenvariante in Stahl. Dann kriegen wir die nämlich auch in Farbe lackiert. Die Seitenwände, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ob wir die auch in dunkelgrau machen wie die Zugmaschine. Oder ob wir die in... Naja, das wäre weiß. Vielleicht so ein... Neue Silber oder sowas. Oder helles Grau. Ich glaube, hellgrau sieht gut aus. So, den Rahmen. Hier kannst du so viel lackieren, ne? Das wäre so weinrot, so ganz komisch. Gibt doch ein einfaches Schwarz. Jet-Schwarz, ja. Die Cover, weiß ich gar nicht, wartet oben drauf. Ja, wir machen wir die auch in so blau, so wie sie waren. Böckmann-Blau wäre geil, wo ist denn das? Da. Und die Fender auch in Böckmann-Blau. Zack. So eine coole Kombi, oder? Mit automatischer Liftachse. Echt coole Dinger. Kostet aber fast 150.000, ne? Mit dem anderen zusammen 130 macht 200. 70 Latten. Wir haben immer noch über 100.000. Über Ehre. Wäre Finanzierung für ein neues Feld irgendwie, ne?
Na, dann schauen wir uns das mal an, was wir uns da gekauft haben. Boah, das wird toll. Vor allem hier passt so viel drin. 150.000 Liter, das wäre unsere komplette letzte Rapsernte gewesen. Also komplett. Na? Oh, hier ist doch schön. Ach, mit Legacy-Schrift drauf. Guck mal, wie schön. Döpker Legacy. Ich mag den. Von der Optik her, ne? Ist mal ganz was anderes. Hatte ich so im LS auch noch nicht. Finde ich aber schön. Den LKW, ja, den hatte ich so auf der Waker Farm schon. Aber der fällt halt. Guck mal hier, Motor. Da kannst du auch Motorhaube und Türen alles aufmachen. Schöner Wagen. Wollen wir mal ankumpeln? Komm, wir starten mal. Pass mal auf die Hupe. Eine richtige Hupe hat das Ding. Licht hat er auch, überall. Blinken kann er. Schöner Truck. Hm, toll, guck mal, und der passt wunderbar mit dem Trailer zusammen. Okay, dunkelgrau und hellgrau, aber das geht. Ja. Kotflügel hat die gleichen Farben wie die vom Anhänger. Die Felgen sind auch in weiß. Wenn wir Licht einschalten, dann leuchtet es am Trailer auch überall. Oh, ist das herrlich. Guck mal. Hinten Jens. Oh, alles voll mit Lampen. Typisch amerikanisch. So mag ich das. Da kommen gerade so richtig American Truck Simulator Feelings wieder hoch. Hätte ich jetzt gerade wieder Bock drauf, muss ich leider sagen. Na, schön. So, Abfahrt. Lustig. Okay. Wir haben eine neue LKW. Oh, super. Wir müssen noch die Felder walzen, ne? Eieiei. So, wir haben Road Train. Voll geil. Guck mal. Wir können unter die Map schauen. Aha. Ich glaube, da hatte eh einen Fehler. Guck mal, die Lenkstange müsste da gleich rauskommen. Da ist sie. Habt ihr gesehen? Hallo. 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 Naja, es ist nicht so schlimm, ne? Da kann ich mit leben. Wir benutzen den Dinger nicht so oft. Voll der tolle Wagen. Ha. Oh ja, das gefällt mir. Vom Motorklang technisch, der hat hier Motorbremse mit offene Abgasanlage. Hört mal. Okay, wenn er keine Last hat, dann hört man das ja nicht so dolle. Sehr human eigentlich, muss ich sagen. Ist aber auch voll okay. Geil! Ah, schön. Mit welch tolle Sachen man mich begeistern kann, ist ja echt gruselig. Jetzt wisst ihr auch, warum wir so eine große Fahrzeughalle haben, ja? Damit der Gerät da reinpasst. So, jetzt müssen wir nur schauen, dass wir hier auch vernünftig auf den Hofrufi fahren kommen. Aber ich habe hier wenig Bedenken. Guck mal, so. Ja. Ja. Voll schön. Schöner Wagen. Doch, der gefällt mir. Guck mal, wir müssen das noch ein bisschen wirken lassen, ne? Ist ja klar. So. Jetzt müssen wir hier nur noch lang kommen, dann ist alles gut. Aber ich glaube... Oh, wir haben die erste Schramme eingefahren. Naja.
Also seid mal ehrlich, hässlich ist das nicht, oder? Also das ist halt typisch amerikanisch. Ich kann damit gut leben. So, die müssen wir ja nur vernünftig eingeparkt bekommen. Und dann sollte das eigentlich laufen. Ich hoffe nur, wir kommen hier rein, die fahren vernünftig. Wenn nicht, müssen wir das auseinanderkumpeln und dann irgendwie einzeln hier verfrachten. So. Wir experimentieren. Okay, das ist hier ein bisschen schwierig mit dem Schneidwerkwagen. Und wir haben Kontakt am Hallentor. Ja, fantastisch. Okay. Den üben wir noch, ne? So, guck mal hier. Wir haben Schubautomatik. Da siehst du, da steht da der Gadett. Ein wunderschöner LKW. Hör mal. So, okay. Und aus. Bienen. Ah ja, warte mal, Bienen. Bienen. Wir bauen noch ein Bienenstockhaus, oder? Das machen wir auf jeden Fall noch. Hatte ich ja beim letzten Mal schon vorgehabt, aber da hatten wir keine Kohle. Jetzt haben wir die Kohle, also machen wir das auch sofort. Bienen. Wir nehmen nochmal so ein dickes Bienenhaus und stellen das einfach daneben. Warte mal, wir müssen hier den Winkel noch ein bisschen korrigieren. Wobei das andere steht schief, ne? Das wäre hier übelst gerade. Das stellen wir einfach daneben. So. 20 Zettel nochmal kostet. Wir haben immer noch 100.000. Geil. So. Und ihr müsst jetzt ganz viel Pollen sammeln, damit wir eure Bienenspucke in die Gläser stopfen können und dann stapeln wir die übereinander in Holzkisten auf Paletten, dass wir das dann irgendwann verladen und zu Geld machen können. Genau so ist der Plan, in der Reihenfolge bitte. Vielen Dank. So, wir müssen walzen, nicht wahr? Wir brauchen einen Traktor dafür. Wir brauchen einen Traktor mit Leistung. Der Case hat das leider nicht gepackt beim letzten Mal mit 5 Walzen. Das war ein bisschen dicke. Weil sich die benötigte Leistung halt addiert, ist ja klar. Dann nehmen wir den nochmal und schießen einfach mal los. Bop, bop. Dann haben wir heute mal schön auf entspannten einen LKW gekauft. Und ich muss sagen, wir haben noch echt viel Geld über. Hätte ich nicht mit dir rechnet, bin ich jetzt aber überhaupt nicht böse drum. Im Gegenteil. Weil, wie gesagt, ich hätte gerne noch neue Ländereien und dafür brauchen wir halt echt viel Asche. Und jetzt haben wir aber alle großen Dinger, die wir ausschöpfen können, auch echt verbraucht, ne? Die Ernte ist komplett verkauft, die Silageballen sind komplett verkauft. Jetzt müssen wir halt wieder zusehen, dass wir nach und nach uns Reserven aneignen. Aber jetzt gehen wir erstmal mit der Walze hier rüber. Diese Geräusche sind eigentlich voll schön. Das habe ich nicht schön gemacht. Da müssen wir nachher nochmal langfahren. Ich dachte, da sind da welche daneben, aber ja, sind ja schon 5. Ja? Also das Walzen, muss ich ehrlich sagen, hat irgendwie so ein bisschen was Entspannendes. Ne? Bis auf den kleinen Pinockel, da haben die auch nichts ausgelassen. Auch bei scharfen Kurvenradien nicht, ne? Okay, ein bisschen Nachholbedarf ist noch. Ich glaube, ich muss mit dem Weizen noch ein kleines bisschen üben, aber dann kriege ich alles hin. Frage an euch, mal was anderes. Ich habe ja angesprochen, dass ich so eine neue Map mehr oder weniger gefunden habe, die mir fallen könnte für so ein Let's Play. Und zwar ist es die Met Vedin. Nur ist die Frage, soll ich die mal spielen oder nicht? Oder ja oder nein? Oder das nächste Ding ist, ich hatte mir vielleicht so Gedanken gemacht, dass ich das auf die 100.000 100.000 wären schön, ja, nee, 500 Abos irgendwie darauf mal was mache oder so. Weiß ich noch nicht genau.
Aber wie seht denn ihr das? Ich glaube, hier auf der Elm Creek, vor allem, das macht ja jeder Hans oder jeder spielt die Elm Creek Map, die Franzosen Map. Die muss ich ehrlich sagen, die mag ich irgendwie überhaupt nicht. Die ist sehr lieblos, stellenweise. Ja, aber hier habe ich halt alles gesehen, irgendwie, ne? Wir könnten jetzt noch Produktion durchpushen ohne Ende, aber. Ja. Ja, du siehst ja schon Bäckerei, bis du da einen Kuchen zusammen hast. Nee, da bist du schon alt und verwittert. Warte mal, das will ich jetzt hier aber mitnehmen. Wenn, dann machen wir das ordentlich. Wenn wir hier halb den Graben durcheinander ballern, aber das ist mir wurscht. Hier wird ordentlich gewalzt, Freunde. So. Weil so langsam hätte ich wirklich mal Lust auf eine neue Map. Alleine schon, weil wir da mal andere Sachen machen können, ne? Auch andere Fahrzeuge benutzen und so. Wäre jetzt so eine Idee. Was haltet denn davon? Wir können natürlich auch, wie ich mir das eigentlich gedacht habe, das hier weiterlaufen lassen, weil hier wird es halt nicht langweilig. Wir können halt immer noch tolle neue Sachen machen. Neue Felder kaufen und dies, das, Ananas. Dass wir dann aber zum Beispiel immer wechseln mit den Folgen. Einen Tag kommt Elm Creek, einen Tag kommt dann Medvedin oder so, ne? Also zwei LS-Folgen am Tag, das kriege ich nicht hin. Rein zeitlich. Aber nebenbei läuft halt immer noch was anderes, ne? Aber so hätte ich mir das ungefähr vorgestellt, dass wir immer so wechseln. Einen Tag dit, einen Tag dit. So wie damals halt schon war, ne? Mit dem 19er, da kam halt einen Tag Crater Lake, einen Tag kam, ja, was kam da? Jurassic World, glaube ich. Gut, parallel lief denn auch Anno noch nebenbei nachmittags oder Surviving Mars kam halt auch immer im Wechsel. Das hat mir zeitlich eigentlich bald besser im Kram gepasst, wie jeden Tag zwei Folgen. Ist für euch zwar schöner zum Gucken, glaube ich, kann ich voll nachvollziehen. Macht mir auch unheimlich viel Spaß, aber muss mal gucken, ob ich da irgendwie den goldenen Weg finde, ne? Ja. So. Aber lasst mich doch ruhig mal wissen, ob ihr vielleicht von Medvedin was sehen wollt, weil ich hätte gerade mega Bock drauf, so irgendwie neue Map zu starten, neues Let's Play quasi. Mit anderen Voraussetzungen, anderen Zielen und schauen wir mal. Ne? Ich werde jetzt noch zu Ende walzen, alle drei Felder, besser gesagt alle drei Wiesen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir Sachen machen. Was wir da genau machen, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall werde ich ein bisschen vorspulen. Wir müssen uns ganz dringend die Unkrautgeschichte näher betrachten und angucken. Das auf jeden Fall, also wenn nicht, dann werde ich vorspulen, bis ich irgendwie Unkraut auf den Feldern finde, dass wir da mal so ein bisschen in Schwung kommen und die Sache näher beleuchten. Ja, das ist ungefähr der Plan, glaube ich. Ja, wie gesagt, ich werde hier noch zu Ende walzen, hier wird nichts anderes mehr passieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bin raus, ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin, mach keinen Quatsch, wenn ihr hauen. Freue mich. Bis denn, tschüss.